Tag auch. Schön, dass ihr heute dabei seid beim Q&A zu unserer letzten Folge über uns selbst und unsere Geschichte zum Anarchismus. Dieses Mal haben wir wieder ein Q&A zusammenbekommen. Beim letzten Mal war ja wirklich sehr wenig Rücklauf, aber ja, jetzt ist doch einiges von euch gekommen und wir beantworten die Fragen. Und zwar beginnen wir mit Mike. Mike schreibt, wie wirkt sich euer anarchistischer Anspruch im Privaten aus? In zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel, was denkt ihr über Kommunen oder Polyamorie? Ja, natürlich wirkt sich das Ganze auch im Privaten aus. Ich bin ja nun mal Anarchist aus Überzeugung und ich selber habe das Gefühl, dass sich das bei mir immer sehr stark bei diesem Gerechtigkeitsding ausgetragen hat. Also ich hatte irgendwie von Anfang an, immer wenn ich so auf, entweder im Persönlichen auf Ungerechtigkeiten getroffen bin, sei es jetzt irgendwie auf der Arbeit, wenn der Chef einfach scheiße war, in der Schule, wenn man schlecht behandelt wurde oder auch einfach nur, wenn sich so ein Gruppending gebildet hat und vor allem, wenn es dann um Ausgrenzung aufgrund von irgendwelchen, ja, persönlichen Merkmalen ging, sei es jetzt Geschlecht oder Ethnie, Religion, was auch immer, da hatte ich immer ein sehr starkes Bedürfnis, dagegen vorzugehen. Und ja, das hat sich, also es war dann auch bei mir da, bevor der Anarchismus kam, aber das ist dadurch, glaube ich, nochmal verstärkt worden. Und ja, natürlich hat das dann auch zu so einem Prozess geführt, wo ich selber mir mehr Gedanken über diese ganzen Dinge gemacht habe, auch in meinem eigenen Handeln, aber gerade dieser starke Gerechtigkeitssinn ist dann irgendwie geblieben. Nur habe ich das dann irgendwie anders genannt mit Kritik an Herrschaft. Ja, und bei mir persönlich jetzt bezüglich Kommunen oder polyamorösen Beziehungen, da habe ich einfach nicht viele Erfahrungen gesammelt, Kommune sowieso nicht. Also ich war noch nicht mal irgendwann, meine ich mal, in einer Kommune gewesen. Und jetzt, was so Polygramm angeht, habe ich auch nur sehr begrenzte Erfahrungen. Aber ich stehe dem Ganzen natürlich offen gegenüber. Und wer weiß, also ich irgendwann werde ich bestimmt dann noch mehr Erfahrungen mitsammeln. Ja, also für mich spielt das auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle. Klar, wir haben halt einen sehr, also jetzt Josh und ich haben einen sehr ähnlichen Lebensstil und eine sehr, sehr ähnliche Lebensart. Aber für mich ist auf jeden Fall, also ganz, ganz zentral die Frage von, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gestalte ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen? Da spielt der Anarchismus eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist auch quasi einem Allgemeinen eine ganz wichtige Rolle, die der Anarchismus spielt. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie lebe ich mein Leben, Selbstreflexion, das Hierarchien zu reflektieren, ganz zentral. Und ich glaube auch alle Leute, die anarchistisch gesinnt sind wirklich und da sich in unseren Kreisen länger bewegen, tun das auch. Und das ist auch was Anarchismus, finde ich, auch auszeichnet, dass es eben was ist, was wirklich mit einem selbst zu tun hat, was man selber auch natürlich unterschiedlich von Person zu Person, aber auch wirklich lebt. Und ich versuche das auf jeden Fall so gut es eben geht, im Schranken der bestehenden Möglichkeiten halt zu leben, weil natürlich ist das halt begrenzt durch die Zustände, in der wir leben, und wir sind halt, und es ist halt ein einziger Widerspruch, und man tut ständig Dinge und macht ständig Dinge, die man vielleicht gerne anders oder die man halt vielleicht auch ablehnenswert findet, aber niemand kann sich davon komplett freisprechen, denke ich. Ich habe auf jeden Fall auch schon Erfahrung, was Kommune, Leben und Polyamorie angeht. Also ich habe selber einige Monate in einer Kommune gelebt, hatte auch früher mal den Gedanken, eine Kommune zu gründen, und Polyamor in unterschiedlichen Arten von Beziehungen habe ich auch auf jeden Fall viele Jahre gelebt. Und für mich ist es auch als Lebensziel so, und als ich möchte auf jeden Fall in der Gemeinschaft alt werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, in einer Mietwohnung wie alleine oder mit noch einer anderen Person alt zu werden, sondern für mich ist wirklich ein ganz klares Lebensziel und Traum, halt in einer Gemeinschaft, in einer Kommune oder großem Wohnprojekt alt zu werden, weil, naja, das ist auch einfach aus ganz vielen Perspektiven, denke ich, logisch, dass man. Also ich finde das eine Horrorvorstellung, wie das halt häufig in diesem kapitalistischen Alltag ist, dass Leute so alleine mit 80 irgendwie versauern, niemanden mehr kennen und irgendwie, das, die größte Freude ist das Fernsehprogramm oder so. Das ist halt schon eine ziemlich abgefuckte Vorstellung für mich. Ja, als nächste Frage haben wir dann von Felix. Hey Leute, als erstes cooler Podcast. Mich würde euer Standpunkt zum Materialismus, Poststrukturalismus sehr interessieren. Neuere anarchistische Theorien, oft von synthetischen Vertretern, vertreten ja oft eher poststrukturalistische Ansätze. Ältere, dezent eher materialistischen Gedanken.
Gehen beide Ansätze auch für euch zusammen oder seid ihr nur Vertreter von einem und wenn ja, warum? Ich selber habe mich ein klein wenig mal im Studium damit beschäftigt, mit Materialismus und Poststrukturalismus, aber ich habe da wirklich sehr wenig Ahnung von. Ich weiß irgendwie so ungefähr, was jetzt bei Poststrukturalismus irgendwie HauptvertreterInnen sind, aber wirklich theoretische Ahnung habe ich nicht davon. Also da kann ich euch wenig zu erzählen. Ich habe mal irgendwann Traurige Tropen von Levi Strauss gelesen, was ja so Begründungsschrift des Strukturalismus ist, aber ich selber kann da wenig zu sagen. Und zu Materialismus, klar, da habe ich dann mehr zugelesen und ich denke auch wir beide zugelesen. Und wenn man so will, ich weiß jetzt nicht, ob ich da für uns beide spreche, aber zumindest ich hatte mich dann auch eher immer als Materialist verstanden und eher die persönlichen Handlungen auch von Personen als dadurch beeinflusst oder gelenkt durch ihre materiellen, durch ihre materielle Umgebung, durch die Art und Weise, in was für einer Gesellschaft sie leben, in was für einem Staat sie leben, wie sie wirtschaften und dass das dann den maßgeblichen Einfluss auf die Gedanken und auch auf die Handlungen der Person ausübt. Die zweite Frage von dir, Felix, ist, oder der zweite Punkt, Kultur sollte auch im Anarchismus wichtig sein und ist elementarer Bestandteil vom Aufbau revolutionärer Gegenmacht. Wie schaffen wir es, uns von Subkultur wie Punk, mit der der Anarchismus oft negativ konnotiert ist, mehr loszulösen? Siehe Problematik von autonomen Zentren deutschlandweit. Ja, es ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir werden jetzt an der Stelle nicht mehr darauf eingehen, sondern wir hatten schon mal von einem anderen Hörer, hatten wir schon mal die Idee, dass wir doch mal was zur Freizeit, anarchistischen Freizeitgestaltung machen können. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir jetzt nochmal in Zukunft dann eine Folge zu anarchistischer Kultur im Allgemeinen nochmal machen werden. Und dann werden wir auf jeden Fall deinen Punkt dann noch aufgreifen. Die nächste Frage ist von Quirin. Hey, für mich ist Veganismus ein wichtiger Teil des Anarchismus. Wie steht ihr zu einem veganen Anarchismus, der auch die Beendigung der Herrschaft von Menschen über nichtmenschliche Tiere vorsieht? PS, ich finde es super, dass ihr einen anarchistischen Podcast produziert und bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Lächelnder Smiley. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine netten Worte. Ja, leider müssen wir dich und vielleicht auch ein paar andere HörerInnen enttäuschen an der Stelle. Also, ja, Veganismus ist für mich kein wichtiger Teil des Anarchismus. Aber ich finde es jetzt auch nicht falsch oder so, dass Veganismus für Leute Teil des Anarchismus ist. Aber er ist auf gar keinen Fall ein wichtiger Punkt für mich. Und das liegt an ganz unterschiedlichen Aspekten, denke ich. Also für mich geht es im Anarchismus um die Befreiung des Menschen. Und das ist ja auch, ja, davon ist ja auch die Befreiung der nichtmenschlichen Tiere abhängig. Also ohne einen befreiten Menschen gibt es auch keine Befreiung der nichtmenschlichen Tiere, in Anführungszeichen. Ich habe lange Jahre auch vegan gelebt und ich habe auch punktuell mal zu dem Thema Tierrechte, Tierbefreiung halt agiert. Aber es war immer eigentlich eher ein Nebenpunkt für mich und mittlerweile sind wir auch beide voll wieder Fleischesser und so weiter. Und für mich bleibt unterm Strich Veganismus eine individuelle Konsumentscheidung, so. Allgemein zu der Thematik würde ich halt noch sagen, politisch, was ganz klar ist, natürlich treten wir für die Abschaffung von Massentierhaltung ein. Das ist ja auch aus einer ökologischen Perspektive total klar, dass das halt nicht funktioniert, dass das nicht geht, dass das halt ein beschissener Zustand ist. Und auch ansonsten habe ich natürlich eine starke Verbindung zu Tieren. Also es soll sich jetzt nicht nur so abstrakt theoretisch darauf antworten, sondern ich bin halt tatsächlich, auch wenn ich jetzt mittlerweile Fleisch esse, ein ziemlicher Tiermensch. Ja, jetzt ohne Scheiß halt. Also ich habe halt einfach... Also ja, du mir ist halt wusstest, das Fleisch wäre noch nur von glücklichen Tieren, ne? Nein. Die so im Alter eingeschlafen sind. Ja, wie gesagt, das ist halt einer dieser Widersprüche, das ist ja klar. So, es ist ja eine... So, das meinte ich auch gerade schon. Natürlich ist es ein Widerspruch, so tierische Produkte zu konsumieren irgendwo. Letztendlich ist halt jedes Produkt, was du im Kapitalismus konsumierst, selbst außer vielleicht, was weiß ich, der sabbatistische Kaffee in indigener Selbstproduktion hergestellt, vielleicht nicht in dem Sinne, aber alle Produkte sind halt Ausbeutungsprodukte. Und auch wenn du überhaupt auf tierische Produkte verzichtest, haben die immer noch Tierleid in sich und
sind durch Ausbeutung von Mensch und Natur produziert. Also es ist unmöglich, dem auszuweichen und... Ja, es basiert ja auch einfach auf so einer Zwangsläufigkeit, dass selbst wenn du jetzt vegane Produkte konsumierst in einem Land, dass dann natürlich irgendwo anders halt Umwelt zerstört wird und mit der Umweltzerstörung einhergeht dann auch eine Zerstörung von der örtlichen Tierwelt. Also 100% vegan kann man natürlich auch in der jetzigen Gesellschaft nicht leben. Aber was ich eigentlich ganz spannend fand, auch als ich zur anarchistischen Bewegung gekommen bin, wo natürlich zu der Zeit dann hier auch lokal noch Veganismus und Antispezizismus eine größere Rolle gespielt hat, ist für mich, obwohl ich das vorher auch schon hatte, nochmal so ein Prozess losgetreten, dass ich viel stärker über dieses Naturbeherrschungsverhältnis auch nachgedacht habe von den Menschen und was dann auch vielen anderen Herrschaftsformen halt zugrunde liegt als ja Ursprung, dieses gewaltvolle Naturbeherrschungsverhältnis zwischen Mensch und Natur. Und ich denke, das wird sicherlich vielen Leuten auch gut tun, wenn die da nochmal dann irgendwie drüber reflektieren oder sich ein bisschen damit beschäftigen. Aber es bleibt natürlich dabei, dass menschliche Gesellschaften nicht ohne eine gewisse Beherrschung der Natur halt funktionieren, weil so halt nur Ackerbau, Sesshaftwerdung und damit dann auch ein gutes Leben halt funktioniert. Außer man ist jetzt Vertreter von irgendwie, ja, umherziehenden Jäger- und Sammlerverbänden. Um das vielleicht auch nochmal zu betonen, damit keine Missverständnisse aufkommen, also jetzt nichts gegen Leute, für die das halt wichtig ist, das individuell als zentralen Punkt zu machen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn es Gruppen dazu gibt, die sich jetzt irgendwie in so einem vegan-anarchistischen Milieu halt oder so sehen. Die Frage ist dann nur trotzdem, was das genau bedeutet an der Stelle, weil wenn du diese Thematik ohne eine klare Klassenperspektive kombinierst, dann läufst du halt sehr schnell und oft Gefahr, dass das Ganze entweder in so eine reine Konsumkritik abdriftet, selbst wenn anderes behauptet wird, oder halt eben in Richtung von, die halt dem Anarchismus tatsächlich schadet, weil wir haben es halt schon oft erlebt, dass auch auf bei Kämpfen, wo dann halt eben sich so vegane Anarchistinnen oder Antispezizistinnen, was halt die Unterdrückung von anderen Spezien bedeutet, dass dann halt einfach Leute am Straßenrand angeschrien wurden, weil sie halt eine Bratwurst essen oder so. Und das ist halt dann was, wo man, wenn man halt bei einer Fridays for Future Demo halt irgendwie ist und halt als Anarchistinnen auftritt und dann sind halt andere Anarchistinnen, die einfach irgendwelche anderen Lohnabhängigen bepöbeln, weil sie halt irgendwie Fleisch essen, dann ist das halt was, wo man wirklich sagen muss, dann geht's halt auch in eine falsche Richtung. Aber solange das eben nicht ist und die Leute das halt mit einem klaren Klassenstandpunkt verbinden und halt auch diese Konsumfrage nicht in den Mittelpunkt stellen und das halt und halt auch ganz klar sagen, das ist eine individuelle Entscheidung und keine, die man moralisch irgendwie, wo man sich moralisch erhöhen sollte gegenüber anderen Menschen, dann finde ich das wirklich völlig in Ordnung. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage von Funkenhagel. Ich dachte immer, mit der alten Brille sieht Marian aus wie Rudolf Rocke. Wer kommt denn auf Trotzki? Ja, ich meinte ja schon, du hattest das ja auf Instagram geschrieben, böse Menschen. Zum Beispiel du. Also ich habe das, glaube ich, nicht als erstes gesagt. Ich glaube, waren das nicht hier irgendwelche lokalen Kinder so? Irgendwelche Kids? Kinder? Nein. Nee, die haben gesagt, dass du wie ein Opa aussiehst mit der Mütze, ne, und der Brille. Ja, und Harry Potter gab's auch noch mal. Das gibt's auch häufiger. Aber Trotzki, ich habe keine Ahnung, irgendwelche... Du hast mir das aber mal erzählt. Also ich habe das auf jeden Fall von dir. Das weiß ich. Ja? Du hast mir das mal irgendwann erzählt. Ob das irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie roter war, als ihr mal... Nee, das sind dann tatsächlich irgendwelche anarchistischen Genossinnen gewesen, die das ab und zu gesagt haben. Wahrscheinlich auch, um mich ein bisschen zu necken, aber das kann mich natürlich nicht aus der Fassung bringen. Ja, ich meine, gut, gibt's schon bessere Personen. Das ist so eine Geschichte, mit der man sich optisch vergleichen kann, aber... Ja, vielleicht hören das ja auch einige trotzkistische, in Anführungsstrichen, Genossinnen. Aua. Aua. Wir werden das auf jeden Fall auch sehr erheiternd finden, aber die können euch dann auf jeden Fall bestätigen, dass wir, oder dass auch speziell ich eher in einem sehr kritischen Verhältnis zum Trotzkismus stehe und diverseste Auseinandersetzungen mit Trotzkisten hatte, weil die ja immer sehr schön dabei sind, irgendwelche sozialen Bewegungen zu versuchen zu übernehmen und zu vereinnahmen, um ihre Schafsherde zu erweitern. Funktioniert aber nicht so gut. Nee. Dann nach dem Exkurs über trotzkistische Agitation sind wir dann auch eigentlich durch, ne? Genau, schön kurz und knackig und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es bleibt dabei, dass wir immer mindestens so 3-4
Leute, die uns immer spannende Fragen stellen, dann können wir auch immer ein bisschen noch darauf antworten und nochmal bei manchen Punkten, wie gesagt, tiefer gehen, was euch halt eben interessiert. Und ja, dann hören wir uns am Sonntag wieder zur nächsten Folge von Aufs Sofa. Jo, bis dahin, Glück auf. Glück auf.